Hallo und herzlich willkommen, ich bin es wieder, euer Cornel. Wir sind hier bei dem nächsten Nintendo Fangame und heute gucken wir mal in die Kristallkugel, was dort auf uns wartet. Ein Block, oh mein Gott, was kann das nur sein? Das Ganze sieht ziemlich cool aus und... Okay, Shy Guy Invasion, wir klicken einfach mal auf das Castle. Shy Guy Invasion. Und das ist wohl auch das erste Level. Wir spielen, sofern ich das sehe, Magikoopa. Und was müssen wir machen? Ah. Okay, wir können angreifen. Ich glaube, oben links steht etwas, das kann ich leider nicht so richtig lesen. Wir sind Magikoopa und müssen die Shy Guys abwehren. Das ist auf jeden Fall erstmal eine ziemlich coole Sache. Das Ganze soll, wie ihr euch eventuell schon denken könnt, ein Tower Defense Spiel sein. Oh mein Gott. Aber ich frage mich gerade, wie genau wir hier uns upgraden können. Wahrscheinlich erst nach dem Level. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Der hätte jetzt ja vielleicht ein bisschen drauf achten sollen. Nein! Ach so, das sind unsere Leben. Okay, der Block ist für unser Leben da. Das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, wir haben noch 9 Leben. Das ist okay. Ach, okay. Wir haben... Oh mein Gott, ich komme gerade nicht hinterher. Okay, wir gucken einfach mal. Leute, ich spiele erstmal. Wir haben verloren. Wir gehen Game Over. Auf jeden Fall. Das kann ich nicht mehr. Da kann ich nicht mehr gegenhalten. Da kann ich nicht mehr gegenhalten. Aber ich weiß auch leider nicht so genau. Ach so. Jetzt habe ich das Spiel verstanden. Habt ihr es auch verstanden? Wahrscheinlich, ne? New Minion. Wir haben die Goombas. Okay. Das ist das erste Level. Ah, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das kann doch nicht alles sein. Und das ist nicht alles. So, wir entdecken das Spiel ganz zusammen. Ich habe nämlich... Okay, wir brauchen dafür... Ach so, oben links ist, glaube ich, eine Anzeige für unsere Magie. Und wir brauchen 20 davon, um diese Goombas platzieren zu können. Was durchaus Sinn macht, ne? Weil wenn wir die einfach so platzieren könnten, wäre das ja ein bisschen witzlos. Dann würdest du davon 1000 Stück platzieren und dann wäre es vorbei. Okay. So, jetzt kommen wir schon direkt wieder die Härteren. Die geben aber direkt 2 Punkte. Das bedeutet, davon jetzt noch ein paar töten und wir sind hier gerade sehr gut platziert. Dann können wir endlich mal einen Goomba setzen und mal gucken, was der Goomba macht. Das weiß ich natürlich nicht genau. So, wir schießen einfach nochmal ein bisschen. Und dann setzen wir hier einen Goomba hin. Und der Goomba läuft für uns dann gegen die Shy Guys. Und er kriegt Damage. Ich weiß nicht genau, wie lange er lebt, aber wir gucken mal. Oder er ist weg, wenn er aus dem Bild läuft. Das weiß ich nicht genau. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, ne? Okay, und wir kriegen mit der Zeit wahrscheinlich immer mehr... immer mehr Minions, die wir benutzen können, um den ganzen hier ein bisschen Einhalt zu gebieten. So, jetzt haben wir schon wieder, jetzt eine kleine Lücke, das bedeutet, wir setzen mal den nächsten Goomba und feuern natürlich trotzdem mit unserem Magikoopa wieder auf die Horden drauf. Der läuft in die falsche Richtung. Was machst du denn da? Aber was ich ziemlich cool finde, ist, dass man hier Makamek spielt. Also in welchem Spiel ist es denn, ne? In welch... Und wir haben gewonnen. Das war das erste Level. Okay. Und die Sounds aus Yoshi Island. Finde ich ziemlich cool. Unsere Maus ist... Ich hoffe, ihr seht die Maus. Shy Guy Invasion completed. Wunderbar, wunderbar. 50 Gegner geplättet. Und jetzt eröffnen sich direkt die nächsten Welten. Land Jump und Land Pipe. Gehen wir mal in Land Jump. Wir haben einen neuen Minion, und zwar den Käfer. Ich glaube, der trägt den etwas... Oh, und die Musik! Die Musik ist ja schon fast das Beste an dem Ganzen, ne? Ich habe übrigens ernstlich darüber nachgedacht, ob ich ein Yoshi Island Let's Play mache. Also ein Super Mario World 2 Yoshi Island Let's Play.
Was würdet ihr davon halten? Auf meinem Kanal mal wieder ein richtiges Projekt, so ein schönes Super Nintendo Game. Was haltet ihr davon? Oh, wir haben sogar relativ... Das ist gar kein Käfer, das ist ein richtiger Cooper. Ja, meine Güte, wie wollen die denn jetzt noch hier durchkommen? Ich meine, jetzt ist hier aber komplett hier, ja, gar keine Chance mehr. Das Level ist geritzt. Ich weiß nicht genau, wie viele Level es gibt, ob im Stand Welt 1 bis 3 ist komplett fertig. Ich weiß jetzt natürlich, ich denke mal, dass wir immer noch in Welt 1 sind. Aber das kann man natürlich nicht immer so genau wissen. Oh, jetzt kommen schon wieder stärkere Gegner. Oh, und die sind einfach an unserer Verteidigung vorbeigesprungen. Die haben eine Verteidigung, die haben den Goomba getötet. Habt ihr das gesehen? Ihr Schweine! Okay, dann platzieren wir direkt mal wieder einen neuen Cooper. Genau, weil die Coopers sind natürlich viel, viel stärker. Oh! Seht ihr das? Wenn die grünen Shy Guys auf den Cooper springen, vernünftig, dann verliert der Cooper seinen Panzer. Und wahrscheinlich ist er beim zweiten Gegentreffer dann tot. Auch ein ziemlich cooles Spielprinzip. Wir haben den Goomba ja gerade verloren, weil auf ihn draufgesprungen wurde. Das bedeutet, die Gegner funktionieren im Grunde, also die uns verteidigen, funktionieren im Grunde genauso, wie sie auch in den Originalspielen funktionieren. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Man könnte eventuell anmerken, dass es hier ein bisschen, ich weiß nicht, dass es vielleicht ein bisschen fad ist, aber um ehrlich zu sein, das ist ein Tower-Defense-Spiel. Und darum geht es bei einem Tower-Defense-Spiel ja auch. Wie gesagt, was hier vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, dass es bei vielen Tower-Defense-Spielen ja so ist, dass es verschiedene Lanes gibt, die du halt verteidigen musst. Hier hast du nur einen einzigen Weg, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Ich weiß es nicht so genau. Und ja, diesen einen Weg kann ich halt jetzt irgendwie vollspammen mit Coopers, wobei, ihr seht eventuell schon, die Coopers haben hier auch ein bisschen Probleme, weil die ganze Zeit ihren Panzer verlieren. Allerdings ist auch noch keiner gestorben. Also so richtig umbringen schaffen es die Shy Guys denn doch nicht, dass sie die Coopers damit in Bedrängnis bringen können. Ich wollte jetzt mal gucken, ob die vier Coopers reichen. Oh, da ist ein Shy Guy durchgekommen. Da ist gerade ein Shy Guy durchgekommen, deswegen... Oh, wie viele kommen denn noch? Die Zeit ist gleich um. Müssen wir die Zeit überstehen oder müssen wir gewisse Anzahl von Gegnern töten? Alles Dinge, die ich nicht genau weiß. So, da kommen immer noch ein paar Gegner durch. Also unsere Abwehr ist noch nicht groß genug, könnte man sagen. Oh, 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 ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Nein, nein. Oh, da wurden wir am Ende nochmal richtig nass gemacht. Also, wow. Und wir haben die maximale Anzahl erreicht. Da wurden wir am Ende nochmal richtig nass gemacht. Ja? Und, ja. Also, scheiß auf, zu viele, Cooper Körper. Scheiß auf zu viele Coopers platziert, bla bla bla. Da wurden wir echt platt gemacht. Ach, hier können wir, glaube ich, noch nicht rein, weil hier brauchen wir 30 Coins für. Doch, können wir. Dann verstehe ich nicht genau, wofür die Coins sind. Oh, oh, oh. Ey, Kollege, bitte. So. Ja gut, wir können nicht alles vollspammen mit Coopers. Deswegen kommt hier vielleicht der taktische Tower Defense Aspekt doch ins Spiel und wir müssen halt überlegen, wo packen wir jetzt diese ganzen Coopers hin? Ne? Alle in den ersten Abteil, aber dann muss ich alle die vielleicht durchkommen, selbst abwehren. Also packen wir natürlich auch in den zweiten Abteil Coopers. Okay. Das Spiel hat vielleicht doch mehr Spieltiefe, als ich zu Anfang gedacht habe. Es geht hier bei den Nintendo Fangames natürlich auch immer ein bisschen darum, nicht nur die perfektesten Spiele zu haben oder zu finden, sondern auch zu gucken, was können die Spiele und was können sie vielleicht auch nicht. Ne? Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber bis jetzt muss ich sagen, haben wir immer sehr gute Fangames getroffen, sehr gute Fangames erwischt, die durchaus auch alle sich sehen lassen können. Ja, das denke ich schon. Auch Super Mario Kart Racers fand ich eigentlich relativ gut dafür, für das, was es ist. Und auch das Spiel finde ich tatsächlich gerade ganz gut. Ja, also, wow, habt ihr es gesehen? Ich muss mal wieder mit
Hier kommen zu viele durch. Hilfe, Hilfe. Okay, okay, wir müssen hier... Okay, jetzt haben wir die maximale Anzahl von Koopas erreicht. Ah, ich darf mich nicht verklicken. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Goombas nachreichen. Oh, scheiße, hier kommen richtig viele durch. Los, Kamek, greif an. Und nochmal einen Goomba platzieren. Oh, unsere Abwehr... Oh, shit, ey. Unsere Abwehr sieht gut aus. Aber so ganz traue ich ihr doch noch nicht. So ganz traue ich ihr noch nicht. Oh, und da ist gerade ein Goomba K.O. gegangen. Scheiße. Ist da gerade ein... Nein, Koopa ist nicht K.O. gegangen. Ich habe noch nicht gesehen, dass ein Koopa K.O. gehen kann. Aber unsere ganzen Goombas werden hier getötet. Ist natürlich nicht so top. Aber unsere Abwehr steht. Ja. Na, da kannst du dich nicht beschweren. Steht. Steht wie eine 1. So, jetzt wieder Musikwechsel. Ich schätze mal, von den Goombas können wir relativ viele spammen. Eigentlich so viele, wie wir wollen. Oder? Nee, gibt's auch eine maximale Anzahl von. Aber das Ding bei den Goombas ist halt, dass sie... Nein, nein, nein. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Das Ding bei den Goombas ist halt, dass sie ja noch getötet werden. Siehst du, jetzt können wir wieder einen nachliefern, weil der gerade platt gemacht wurde. So, hoffentlich hat er... Ja, wunderbar. Wunderbar, schön getroffen. Wir sind auch sehr zielsicher mit Kamek. Ich weiß nicht, sind das Zielsuchende? Nee. Nee, nee, wir treffen einfach relativ gut. Das können wir uns auch auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Nein, da kommt schon wieder einer durch. Ja, den haben wir noch bekommen. Und dann haben wir zu 100%, glaube ich, alles gepackt. Dup, 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 dup. Wunderbar. Nächstes Level geschafft. Dup, dup, dup. Also. Ja, ich weiß nicht. Man kann sich jetzt drüber streiten. Ja, ist es gut, ist es nicht so gut. Wobei, ja, warum sollte man sich drüber streiten? Es ist ein durchaus solides Spiel. Ach, guck mal, es gibt sogar... Hier haben wir einen A-Rang bekommen und hier haben wir einen S-Rang bekommen. Es gibt sogar durchschnittliche, ja, Ränge. Balancing Act. Shining Animation. Oh, lass uns mal das Level noch angucken. Den Rest, wenn ihr wollt, ich habe das Spiel in der Beschreibung verlinkt, denke ich mal. Habe ich das letzte Mal vergessen? Ich weiß es nicht. Wie kann ich das wegmachen? Wie kann ich das wegmachen? Nein, nein, nein! Nein! Scheiße! Damit habe ich meine 100% verkackt, aber ich... Oh Mann, ich wusste nicht... Hä? Ach so, der kostet 80, aber... Ja, das habe ich doch dann, oder nicht? Oh, können wir das neu starten? Oh Mist, ich möchte das gerne nochmal neu starten. Wo muss ich denn die Piranha-Pflanze... Ach, ich muss die oben drauf platzieren. Ich dachte vielleicht in die Röhre oder so. Hm. Wir lassen uns mal kurz Game Over gehen, beziehungsweise wir verlieren einfach mal kurz. Und dann schauen wir mal... starten wir es nochmal neu und probieren das jetzt hier nochmal richtig aus. Dass wir hier nicht so problematisch auf den Sack kriegen. So, noch zwei. Du und du, dich kann ich töten. Bam. Und bam. Die Musik ist relativ cool, ne? So, dann gehen wir nochmal rein und platzieren jetzt die Piranha-Pflanze ein bisschen besser. Wir haben nämlich das Geld für eine Piranha-Pflanze. So, dann können wir auch noch einen Goomba. Wow. Ah, die muss sich immer wieder ein bisschen ausruhen. Die kommt wieder, ne? Sehe ich richtig. Ah, die Piranha-Pflanze ist relativ stark, allerdings muss sie sich halt immer wieder auch ein bisschen ausruhen. Durchaus interessant. Das bedeutet, jetzt können wir hier wieder ein bisschen versuchen, ein bisschen taktisch zu denken. Ist natürlich die Frage, kriegen wir genug von den ganzen ja, Geldeinheiten, sag ich mal, um jetzt nochmal eine Piranha-Pflanze zu kaufen. Aber für den Fall der Fälle, dass hier ein Shy Guy durchkommt und unsere Goombas sind dann immer relativ weit vorne, also, ja, siehst du, jetzt kommen hier relativ viele durch, müssen wir am besten da einen platzieren, damit er dann, wenn welche drüber kommen, die im hinteren Abteil noch aufhalten kann. Denn wenn wir nur unten Goombas platzieren, auf der unteren Linie, dann könnten die Goombas alle vorne irgendwie verkacken und wenn dann welche durchkommen, habe ich hinten keinen Schutz mehr. Von daher, Goomba, du bist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Guck, da kommt jemand. Habe ich nicht getroffen, dafür ist der Goomba da. War ein bisschen knapp, aber ist okay. So.
Wir könnten auch einen Koopa wieder ins Spiel bringen. Ist halt die Frage, ob wir es nochmal für eine Piranha-Pflanze schaffen. Ist auch die Frage, oh mein fucking Gott, wie viele kommen denn da auf einmal an? Ist halt auch die... Wow, ein richtig schneller. Oh mein Gott, nein, nee, oh, drei. Wow, das war gerade ein ziemlicher Überfall. Da hätten wir auf jeden Fall den Koopa ein bisschen früher platzieren sollen. Oder vielleicht sogar einfach nochmal Goomba spam. Ich weiß es nicht so genau. Jetzt gerade haben wir wieder eine relativ Ruhephase, dann... Schauen wir mal, ob wir vielleicht die zweite Piranha-Pflanze ansparen können. Gerade halten wir die Shy Guys hier ziemlich gut in Schacht, aber jetzt laufen unsere Goombas wieder nach hinten. Dadurch kriegen die Shy Guys vorne relativ viel Platz. Wenn jetzt die Blume aufhört zu schnappen, dann können die Shy Guys da durchlaufen, wenn ich mal vorbeischieße. Oh, es läuft gerade noch, okay. Wir sind gerade sehr gut platziert. Aber gleich kommt wieder so ein Haufen von... Shy Guys, und dann haben wir wieder ein großes Problem. Deswegen durchaus da ein bisschen aufmerksam sein. Siehste? Und jetzt platzieren wir hier die Piranha-Pflanze. Und die Piranha-Pflanze vorne macht auch schon mal ihr Übriges. Oh mein Gott, Piranha-Pflanze! Piranha-Pflanze! Wo bleibst du? Wir hätten hier hinten ein bisschen mehr Schutz reinbauen müssen. Nein! Das mit den Piranha-Pflanzen ist natürlich echt krasses, Glücksspiel, ja. Also, nichts gegen die Piranha-Pflanzen. Die sind richtig stark, wenn sie draußen sind. Aber wenn sie dann drinnen sind im genau falschen Moment, das ist ja natürlich... Das ist fatal. Fatal, sag ich euch. Ein Spiel mit Kamek. Ich bin irgendwie begeistert davon. Ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich es richtig cool, dass man mal ein Spiel mit Kamek hat. Und es ist auch ziemlich cool. Da haben wir nur einen B-Rang bekommen. Ja, da ist es auch auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Da haben wir keinen neuen Minion. Hier haben wir auch keinen neuen Minion. Ja. Ich würde sagen, das sollte mal dann von meiner Seite aus gewesen sein. Wir haben jetzt hier mal reingeguckt. Ihr könnt ja mal eure Meinung in den Kommentaren lassen. Wenn ihr eventuell noch einen zweiten Teil davon haben wollt, könnt ihr das sagen. Ansonsten würde ich hier erstmal beenden. Und ich warte einfach mal auf euer Feedback. Vielleicht meint ihr auch, ne, wir haben das Spielprinzip verstanden. Die Leute, die es vielleicht richtig cool finden, können es auch selber spielen. Aber dann lieber beim nächsten Mal ein neues Fangame. Oder aber, ja, lasst uns auch mal in die zweite Welt gucken. Denn ich denke, wenn wir die beiden Level hier noch absolvieren, das könnte ich auch offscreen machen. Und dann könnten wir in die neue Welt gucken. Das überlasse ich euch. Da warte ich einfach mal auf eure Reaktion. Und an der Stelle würde ich dann einfach sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr natürlich einen Daumen nach unten geben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.